Wenn wir jedes Mal die Medaillen, die Nationalhymne anhören, dann wären wir ja nie fertig. So. Skialpin-Abfahrt, Herren. Unsere Paradedisziplin als gelernte Ski-Challenge-Abfahrer. Wobei Vancouver, weiß ich gar nicht, bin ich jeweils in Vancouver gefahren. War 2010 in der Ski-Challenge Vancouver dabei? Ich habe keine Ahnung mehr. Ready. Eins. Go. Ah, da müssen wir wieder... Müssen wir hier wieder Kraft aufbauen, so, und ab in die Hocke und nicht mehr raus. Aber hier sind auch die Tore relativ eng gesteckt, sehe ich gerade. So, müssen wir hier bei den Sprüngen irgendwas machen? Nö. Noch sieht's nicht so aus. Boom. Vibriert gleich der Boden, wenn hier der... wenn wir hier aufkommen. So. Aber wir sind vorne, sehe ich gerade. Grüne Zwischenzeit. So, hier kommt ein kleiner Sackerl. Eine Sekunde 77 vorn. Oh, enge Scheißendreck. Aber wir dürfen Tore auslassen. Noch sind wir vorn. Aber jetzt werden wir wahrscheinlich Zeit verlieren. Jetzt haben wir nämlich... Wurden wir hier runtergebremst zur Strafe. Boah, und ich sehe hier gar nichts mehr. So. Wo müssen wir durch? Da vorne müssen wir durch. Boah, was für ein Sprung. Was für ein Sprung. Scheiße, wir sind hinten. 2 Sekunden. Wieder kein Gold, oder wie? Das können wir vielleicht noch aufholen. Nein. Doch, gerade noch geschafft. Wenn wir hier natürlich die Strecke auch nicht kennen. So. Wir sind bei einer Fahrzeit von 1,50 mittlerweile. Wo kommt hier das Ziel? Also das Geschwindigkeitsgefühl, das sie hier vermitteln wollten, irgendwie kommt das hier bei mir nicht so an. Abgesehen davon, dass es einfach nur verzerrt ist und ich hier nichts erkennen kann. So, Zielsprung. Ne, wir springen gar nicht. Einfach nur ein Schuss ins Ziel. Eieiei, Silbermedaille nur. Nachdem wir seinem einen Tor verbockt haben. Schade, schade, schade. Deutscher Silber. Silbermedaille bei der Abfahrt. Ist auch schon länger nicht mehr gegeben. So, und jetzt? Achso, ich muss drücken. So, Gas gibt da. Vielleicht zeigen sie ja nochmal unser... Oh ja, das war das ausgelassene Tor. Scheiße. Schauen wir sogar nochmal zurück. So. 2,18. Wo, da waren wir ganz schön weit hinten. Da guckt euch das an. Deutschland auf dem Podest. Ladies and gentlemen, the national anthem of the United States of America. Du, 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 du. Das genießen wir jetzt mal, auch wenn es diese Schrotthymne ist. Kommt es noch Geklatsche oder was passiert hier noch am Schluss? Das wollen wir natürlich auch noch mal sehen. Yeah, er freut sich. Klatschen sich nochmal ab, geben sich die Hand. Das sind natürlich alles faire Sportsmänner. Hauptsache Holland ist nicht auf dem Podest. So. So, wo sind wir jetzt? Freestyle-Skiing. Skicross der Damen. Cool. Skicross. Gate 1. Ja, ja, ja. Komm. 2. 1. Go! So, hier müssen wir wieder Gas geben. Oh, 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 oh.
hoch und hier müssen wir bestimmt wieder die Sprünge hier drücken. Jawohl. So, und jetzt ab in die Hocke. Wir bestimmen das Rennen von vorne raus. Was heißt von vorn? Von ja. Nicht ins Netz. So. Schaut gut aus. Das ist der gleiche Track wie beim Border Cross, so wie es ausschaut. Da kommt wieder die super Steilkurve. Oh, und innen zieht jemand vorbei, aber wir haben natürlich die bessere Linie gewählt. Wir können hier übrigens auch in der Luft lenken, habe ich gerade gesehen. Sehr gut. Oh, hopp. Ah, da kommen sie. Das gibt's doch gar nicht. Scheiße, die zieht davon da vorne. Jetzt müssen wir innen eine enge Linie. Nein! Scheiße. Jetzt haben wir es da unten raus, die Medaille versiebt. Es gibt es doch nicht. Heieieiei. Aber wir sind auch fair und fahren ins Ziel. Na komm. Heieieiei. Ja, da haben wir uns keine Medaille verdient. Sind im Netz hängen geblieben. Kann im Border Cross natürlich jederzeit passieren. Scheiße, ja genau, sag's nur laut. Heieiei. Da können wir uns nochmal anschauen. Wir haben einen guten Start erwischt. Wir waren lange Zeit vorneweg. Schaut an, wie gut wir vorne dabei waren. Haben das Rennen von vorne weg bestimmt. Haben die Sprünge gut erwischt. Aber leider am Ende fahren wir als letzter ins Ziel. Unser Sturz war leider nicht mehr mit in den Highlights. Naja. Tja, schade. So gewinnt Holland wieder Gold. Oh Gott, oh Gott. Freestyle. Oh Gott, da brauche ich eine Anleitung. Ziele genau, wenn du die Piste hinunterfährst. Drücke A, um die Zielmarkierung so nahe bei der Mitte wie möglich anzuhalten. Hier, Zielmarkierung. Ach, das hier. Ja, okay. Bereite dich für den Absprung vor, indem du A gedrückt hältst, sobald du dich der Chance näherst. Lasse die Taste los, wenn die Anzeige so nahe wie möglich bei 100 ist. Jawohl. Ach, scheiße, das geht dann wieder runter. Okay, verstehe. Arme beim Sprung mit L und R die Rotation nach. Halte das runde Symbol innerhalb der Markierung oder du verlierst Punkte. Bei leichten Sprüngen erscheint nur ein Kreissymbol, bei schweren Sprüngen dagegen auf 2 achten. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh je. Wie geht das denn? Drücke zum Landen A. Ah. Jetzt öfters nur mal sicher, um den Sturz zu vermeiden. Ja. Oh je. Wie soll man das denn mit dem Kreis da hinkriegen? Wir können uns jetzt die Schwierigkeitsgrade hier aussuchen und so. Backlay Double Full, das machen wir doch mal. Gut gezielt, ist halb gesprungen. L. Achso, ich muss das da. Alles klar, so ungefähr. Ganz geblickt habe ich das jetzt nicht. Der Stil war nicht so schön. Deshalb erstmal nur Rang 4. Das ist jetzt aber scheiße. Das ist jetzt aber echt scheiße. Und wir probieren es nochmal. Kann ich mir jetzt wieder was aussuchen, dann muss ich den gleichen Scheiß nochmal springen. Ja, komm, mach schon. Ach nee. Gibt's denn hier noch alles so? Ich fürchte ja, die schweren, die schaffen wir eh nicht. Nehmen wir mal hier nochmal sowas Leichtes. Nochmal gut gezielt. So. Jawohl. Naja, einigermaßen. Ein bisschen besser, glaube ich. Nee, immer noch nicht so gut. Ein bisschen merkwürdig fummelig, die Steuerung da. Aber wir können das nochmal probieren. Bis ich das geblickt habe. Ja, komm, mach.
Und vor allem, dass man auch mal ein paar andere Sprünge hier. Was gibt's denn hier noch so alles? Ah, das war's schon. Nehmen wir hier mal so einen 3,5er. Machen wir hier gleich mal 3,9. Machen wir mal 3,9. Back, double, full, double, full. Okay. Alles klar. Ups. Was auch immer das Zielen sagt, dann springen wir wahrscheinlich so ein bisschen schief ab. Bam. Ah, das hat vom Stil gepasst. Super, super, super. Trotzdem nur 100 Punkte. Aber wir sind nicht so weit weg. Alles klar. Dann probieren wir das jetzt doch mit dem... Mal hier mit sowas Schwierigerem. 3,9 hat man jetzt. Sollen wir hier mal echt so auf so einen großen gehen? Na komm, machen wir mal hier den 4,1er. Gut gezielt. Und jetzt los. Schauen wir noch, dass wir einigermaßen abspringen. Ach du heiliger Strohsack. Das war vom Stil her ja gar nichts. Aber wir kriegen trotzdem... Ja, das, nee, in dem ersten Versuch waren wir besser. Haben wir doch mehr Punkte geholt. Mit dem einfacheren Sprung. Eieieiei. Nee, da ist keine Medaille drin. So wie ich mich da anstelle. Schade. So, wie viel Disziplin haben wir denn überhaupt noch? Ich habe ja nicht mitgezählt.